So, willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Dragon Ball Z Boost Fury. Heute werden wir uns um die ganzen Vollidioten hier auf den Straßen kümmern. Weil sind hier auch Idioten unterwegs. Kriminelle Arschlöcher, sage ich einfach mal so. Weil das irgendwie ein bisschen netter klingt. Und jetzt pass auf, Leute, ich werde mal ein bisschen tricksen. Okay, erstmal rüst dich um. So, ne. Ich rüste jetzt noch ein bisschen Son Gohans Power aus. Und jetzt kann ich alle hier vertreschen. Was haben wir denn noch? Nichts Gutes, Noch mehr Feinde gibt es hier zu verdreschen, oder? Ich werde hier jetzt eine Weile trainieren. Seid ihr auch dabei? Nun, wir haben heute mal viel Zeit. Ja, ich weiß, ich kann den Stolz erhöhen, aber das möchte ich eben nicht. Dann machen wir, ich wieder ein Level ab. Rap. So. Na, wow, der verteidigt sich auch noch, der Assi hier. Und du auch, du bist gleich tot, du Assi. Runter. Noch mehr Gegner. Zum Zermetzeln. Level 60. Ja, und jetzt ist Son Gohan mächtiger denn je. Jetzt haben die Gegner absolut gar keine Chance mehr. Jetzt gehen wir mal da lang. Das Anwesen von dem berühmten Champion Mr. Satan. Alter, wie kann er sich das Ganze leisten? Stimmt, die erste Alter Welt. Oh Gottes Willen, Mann, ey. Ich werde dem Betrüger so echt einen aufs Maul geben, Leute. Ihr habt bestimmt auch alle die Lust, Mr. Satan aufs Maul zu geben. Nachdem, was er im Sersag abgezogen hat mit der Lügen und Betrügen. Oh, das war ja das absolut Krankste, was er abgezogen hat. Und seine Poster, oh Gott, das ist ja noch schlimmer. So, noch ein Level will ich drauflegen. Hep, Scan. Ich will mal gucken, wie das nochmal ging. Okay. Oder 30 Gunman. A Gunman! Du bist ein Gunman! Du bist ein toter Gunman! Jetzt rüste ich wieder die Power auf. Jetzt soll ich eigentlich noch stärker. Wow! Leute, Skill for the win! Das nenne ich Skill. Also wenn das mich nicht stark macht, dann weiß ich auch nicht. Wollen wir weitermachen mit der Story? Bestimmt. Was haben wir denn da? Oh wow, I'm going to be late for class, I gotta run. You hear about the new superhero? They say that this is someone different than the Golden Factor. Yeah, I heard. They said he was kind of funny looking, but he's super strong. His name is the Great Zoyman or something like that. Zoyman, he's called the Great Zoyman. Wait, excuse me, how did you know that anyway? Someone I
No, saw him and they told me. Oh man, bitte! Here, go ahead! The Red Shark Gang has kidnapped the mayor. Stay calm. I'm on the way. Ja, ich hab's ein bisschen falsch betont, Mann. Es wird echt noch scheiße. Ah. Maybe I be excused, Professor. Thanks. What's wrong with Fidel? She's sick. No, silly, she's going out to fight criminals. What? All by yourself? Of course, I mean she's the doctor of her. You know, she's always going out and fighting criminals. But that's not safe. There's no reason to worry, son. Go on, Vidal can lift even more weight than I can. She's been training her whole life, and some say she's even as strong as her father now. Am I right that she's as weak as her father? Hey, come back. Wow, he must have really needed that bathroom. Ja, wir retten jetzt. Ich schalte sofort auf den Super Saiyan Modus um. Gut, dass wir keine Energie mehr verbrauchen. Alright, Clowns, listen up good. You get Hercule out here, or I'm gonna pop the mire. You got it? Why do you want Hercule? Because I want to fight him. He will wipe the floor with you. Ja, er wird nicht kommen. Ich kenne das im Anime. Könnt ihr mir ruhig glauben. You really know how to push my buttons, don't you? I want to prove to everyone that Hercule is a fraud. He's a rhyme. And when you all find out your big hero is a weakling, I will be the hero. And if I can anything to do with it. Well, 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 isn't Hercule's Dr. Vidal? I asked for your father. What kind of hero would send his little girl to fight for him? Listen, my father didn't send me here. I'm just here to clean up the trash. Es wird sofort Zeit, hier die Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Who the heck are you? I'm the crush of the city. I'm the one and only. Great Simon! Oh yeah, that was perfect. Huh? What a weirdo, is this the hero they've been talking about? What is this? I asked for Hercule and I get a little princess and some guy with a bucket on his head. Man, take care of these punks. Also das soll wirklich kein Problem sein. Die Musik ist geil. Vorbei. Who are you? I am. Cyberman! No, I mean, who are you really under the helmet? Gotta go. See you later, Vidal. How does he know my name? And who's this guy, Cyberman? I'm going to find out who you really are. Vidal! Lass das! Oh, das gibt's denn! That's right, Fox. The circus is in town. Step right up, Fox. Come to see the baby pterodactyl that's winning the hearts of people everywhere. Come see Rocco, the most audible spectacle on earth. Rocco? That pterodactyl? His name Rocco. I know him. His name is Chubby. I bet his parents are wondering where he is. Ah, oh, how cute. He's Arudevil. Hey, excuse me, sir. I'm a bit concerned about the well-being of the dinosaur. That's great. Now, buzz off. Look, I know you kidnapped that little guy. Let him go. You gotta be kidding me. It's an animal. It's not kidnapped, but maybe you're right. Maybe all circus owners are guilty of kidnapping. Ha ha ha. It's not funny. The dinosaur has a mother and a father. You can't just take him like this. Please, that's just a bunch of cemented rubbish. Where do you think circus get their animals from? Dieses Arschloch will ich in den Arsch treten.
Soundtrack schon für Saruman. Wir warten. Ich will sie alle eigenhändig verdreschen. Wir können es gar aufladen noch nebenbei. So. Fang an, Son Gohan. Räumen wir mal hier auf. Die werden wir eine Weile trainieren. Ihr kriegt bei euch wieder XP. 64. Hopp. 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 Erstmal wieder Power aufrüsten. Wir mal eine Weile trainieren. Seht ja selbst, wie stark wir werden können, wenn wir eine Weile trainieren. Wenn wir so eine Weile trainieren, schon werden wir extrem eiskalt stark. Jetzt werden wir mit dem Fisten. Wow, die bringen echt ordentlich XP, diese Idioten. Sie auch, haben ja auch Muskeln. Die geben sie mir ab. Jetzt rüste ich meine Power wieder auf. So, jetzt müssen wir wieder warten, bis wir wieder aufgeladen sind. Aber ich bin schon zu stark für diese Welt. Oh, ich hab so viel Spaß dabei, jetzt diese Idioten die ganze Zeit hier wegzufisten. Ihr versteht schon. Und weiter geht's. Wie stark kann ich denn noch werden? Das reicht erstmal. Red me. I hope this is the right thing to do. But I'm thinking, of course it's Chopper has the right to be with his parents just like other kids. Oh no, speaking of Chopper's parents, they're going to be boring mad if they come to the city looking for him. We could have a real disaster on our hands. Wir haben kein Kreuzproblem, Leute. Es ist größer als die Menschheit. Los geht's. Stop that man! Jetzt komm ich ja mit dem Panzer! Der ist aber sehr gefährlich. Panzer kann ich einfach nicht nur ich Bock drauf haben. So, er ist kaputt. Aber Panzer bringen ordentlich XP. Das muss man denn lassen. So. Der Gehen müssen wir auch mal bald erhöhen. So, die Insassen sind auch alle geschockt davon, dass ich sie angegriffen habe. Und ich werde irgendwie zu stark. Okay, die sind alle schon down. Der ist auch down. Ich frage mich, wie lange ich brauche, bis ich Level, das nächste Level habe. Hopp. Ja, 3. Wow, jetzt sind wir noch stärker denn je. Ich will meine Stärke jetzt mal testen. Was 500? Oh, 500 WTF!
Selbst ein Panzer ist ein geringes Problem für mich. Weiter geht's. Hopp. 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 Wow, hier findet man ordentlich an jeder Ecke Feinde. Mal was ganz Cooles, ne? So, also jetzt lassen wir jetzt auch mal alle dran. Level 70. Nicht schlecht. Meine Power ist jetzt unberechenbar. Oh meine. So, ist der Panzer auch gefistet. Ach, dort und dort. Ich stelle mich gerade übelst an hier. Aber ich habe so viel Spaß gerade, XP zu sammeln. So. So. Oh Gott. Noch vier, Mann. Ich bin gleich kurz um drauf gehen. Wow, es geht. Shoot, 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 shoot. Jetzt rüsten wir unsere Punkte wieder auf. Irgendwie wird das Spiel langsamer, oder? Ne, Kübert läuft unter voller Power. Where my look wood is? You did take very long for to show your true colors, did it, Mr. Simon? You should be ashamed. Is that what you seems? You are going to have to believe me, Miss Vidal. If I don't return this guy to his rightful home, the people of the city are going to be in grave danger, and that's the truth. What do you know about the truth? You're just a common thief. Now give the dinosaur back, or else I have to take it back by force, Mr. Simon. If we don't return the baby to its father and mother, they are going to come looking for him, and that's not going to be pretty. You have to believe me. You know that I'm a law-abiding citizen, but this is a special case, I swear. So you obey the law when it's convenient, and when you want to break it, you call it a special case, and you call yourself a hero? You know, to be honest, I want to kick your butt ever since I met you. What's he doing? He's calling his parents. Oh. My gosh, they are huge. They're Chobby's parents. Go home, Chobby. You're safe now. Mouse. Go on, I'm sorry. I dubbed you. Oh, it's a problem with that. I don't blame you at all. Ah, I got you. You also go on. What? I don't know what you are talking about. Of course, it all makes sense now. Eraser told me that Zongoran left the guest room right after I left to go fight the Red Shark Gang and never came back. And then you showed up. I can't believe I finally figured it out. I think I'm going to hold a press conference. No, please don't. You know, the only reason I kept my identity secret is to protect my family's privacy. It's for them. Please be there. Is that true? Yes, it is. Is there any way you can keep up my secret between us? Maybe there's something you should do for me. I want you to enter the World Material Arts Tournament, and then I will keep it a secret. Me? Compete in a tournament? That's right, I'm going to be competing myself, but winning won't mean anything to me unless I know all the greatest fighters are participants. My dad was the last champion, and I heard that
for a guy named Son Goku was the champion. I did a little research on this Son Goku and he had a son named Son Gohan. You're the son, aren't you? No. I knew it! You are the typical liar, Son Gohan. You are Son Goku's son. This is great! The former champ stopped fighting the former champ's son. Ja, das wird Fighter Gigant. Yeah, great! It's better then. See you later. Wow. Great now. What do I do? If I tell Mom I'm entering the tournament, she's going to kill me. Das ist echt nicht lustig. Leute, redet niemals mit Chi-Chi darüber. Chi-Chi reißt euch den Kopf ab. Bei Items. Ja, es ist... Oh, der Käufer. Wir brauchen Rüstung. Wir brauchen neue Items. Nichts, was ich haben will. So, ich heile mich erstmal. Ha. So heilt man sich. Okay, im nächsten Part werden wir zurückgehen zu Chi-Chi. Also, wenn es euch gefallen hat, dann schreibt einen Kommentar und vergiss die Wertung nicht. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann, Leute.